durch die Gelegenheiten und durch die eigene Überzeugung, dass man richtig unterwegs ist, kann man einfach große Dinge schaffen. Mein Name ist Carla Recker, ich arbeite im Bereich der Materialentwicklung und Industrialisierung. Der Obertitel ist Taraxa Gum. Das dreht sich darum, eine neue Naturkautschukquelle zu etablieren. Wir wollen aus Löwenzahn Naturkautschuk gewinnen, den wir lokal anbauen können bei unseren Fabriken. Wir gehen davon aus, dass wir Naturkautschuk zunehmend brauchen, dass der Markt für Naturkautschuk wächst, weil einfach der Reifenmarkt wächst. Da brauchen wir Alternativen. Was noch dazu kommt, ist, dass wir mit dem Anbau von Löwenzahn etwas kurzfristiger auf Bedarfswechsel reagieren können. Wir haben hier ein einjähriges System im Vergleich zu einer Naturkautschukplantage. Da habe ich 7-8 Jahre Vorlaufzeit und ich entscheide mich, wenn ich sie anlege, für einen Zeitraum über 30 Jahre. Am Anfang des Projektes war es so, dass uns ganz viele Leute belächelt haben. Ach, du bist ja komplett verrückt. Löwenzahn als Naturkautschukquelle, das kann gar nicht sein. Mit dem ersten Prototypen, dem ersten Reifen, den alle anfassen konnten, war eigentlich ein Großteil der Überzeugungsarbeit geleistet. Ja, das kann tatsächlich funktionieren. Und die Vision in der Zukunft ist, dass wir eine Fabrik haben, aus der Löwenzahn-Kautschuk rauskommt, den wir für unsere Reifen verwenden können. Wir sind immer auf der Suche nach dem Ungewöhnlichen, nie auf der Suche nach dem Gewöhnlichen.